Viele Besucher treffen im Hafen von Ibs Beach ein. Das ist doch eine nette Begrüßung. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, die Stadt ist hier am Feiern. Es gibt Bierfest. Und ich habe den Zoo erweitert. Ich habe hier nochmal teure Fische geholt. Rotfeuerfisch. Ich habe mir eine Menge kosten lassen, hier so ein Puma ausstellen zu lassen. Und natürlich die Bisons auch. Die sind natürlich aber ganz so selten. Aber was kann das Ganze noch krönen? Ne? Außer das Fest. Und zwar, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe ein Feuerwerk besorgt. Und jetzt gibt es auch noch ein Feuerwerk dazu. Sehr schön. Feuerwerk, Bierfest. Den Leuten geht es einfach gut. Hoffe ich. Deswegen hat auch mein Geld ein bisschen gelitten, weil ich einen Haufen gekauft habe. Aber... Jetzt geht's weiter. Wir haben fast unser Ziel erreicht, um die Brillen zu bauen. Ich habe schon mal ein Schiff rübergeschickt. Auf die alte Dame ist Verlass. Mit 12 zusätzlichen Stahlträgern. Nicht, dass hier mein Schiff alles wegnimmt. Die Fenster und natürlich den Stahlbeton. Dementsprechend könnten wir hier schon mal die Zinkmine bauen. Haben wir auch getan. So schnell geht das. So, hier haben sie alle keinen Schnaps mehr. Das ist das Problem immer noch. Dass hier oben der Schnaps echt knapp dran ist. Unten habe ich jetzt genug. Vielleicht kann ich ja nochmal hier oben Schnaps herholen. Mal gucken. Mal gucken. Jedenfalls, sollte ich vielleicht die Wege auch nochmal mit Dings ausbauen. Kommt jetzt hier der Zink. Wir müssen gleich die Handelsroute aktualisieren. So, apropos Handelsroute, ich musste mein eines Schiff ist gerade rumgefahren wie sonst was und hat dementsprechend natürlich Leinen los. Jo, die Fregatte ist wieder da, die können wir ja parken. Ich habe nicht die falschen Sachen mitgenommen, ich wollte ja drüben die Ölraffinerie ein bisschen ausbauen, habe natürlich Glas mitgenommen statt Fenster. Ungünstig. Muss ich nochmal ein Schiff hinterher schicken. Nee, ich habe ein Schiff verloren. Hier, da, Schiff wurde zerstört. Es ist leider ungünstig gefahren. Natürlich durch die Piratenbucht und alles zerstört. Es musste ich erstmal ein neues Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Auf die Tour einsetzen. Ich hoffe, dass das jetzt wieder funktioniert. Das ist nämlich die Baumwoll-Kaffee-Tour. Wenn nicht, muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Wir testen es nochmal weiterhin. Aber der Rest scheint zu funktionieren. Hier, mir wurde schon mitgeteilt, dass es Schnaps voll ist und so. Also, das läuft schon mal. Ich kann ja auch Stillstand gespeichert. Mal 50 Schnaps ins Schiff laden. Auf die alte Dame ist Verlass. Und mal kurz hochbringen. So als Extrapunkt. Und dann können wir die Handelsroute anpassen. Und zwar hier zum Laden, bitte. Jetzt neu am Start quasi. Wenn wir es denn finden. Genau, Zink. So, 50. Und hier entladen wir den Zink natürlich. Könnt ihr dann bei der nächsten Rutsche schon mal mitnehmen. Und dann jetzt bauen wir hier Zink ab, um die Brillen zu bauen. Vielleicht, warte mal. Neue Befehle, Admiral. Fahre ich mal mit meinem Schiff hier hin. Und kaufe mal ein bisschen was ein. Finanziell geht es mir jetzt ja nicht so schlecht. Da kann ich das ruhig mal tun. 26, es ist gleich soweit. Wir können schon mal anfangen, den Rest zu bauen. Und zwar die Kupfermine können wir schon mal in den Bergzimmern.
Das haben wir schon getan. Das ging schnell. Lagerhaus war in der Nähe. Und reicht auch bis hierhin sehr gut. So, was braucht man denn noch für die Brillen zum Herstellen? Einfach nur Glas, ne? Wahrscheinlich, wenn es dann Elektrizität ist, wäre natürlich optional. Aber das können wir ja um Ecke bauen. Das wäre nicht das Problem. Achso, das ist ja immer optional, ne? Aber... wie gut, das wird angebracht. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch die Messinghütte. Die können wir auch schon bauen. Dafür brauche ich 100 Ingenieure. Das dauert eh noch ein Momentchen. Jetzt haben wir die schon mal hier stehen. Das funktioniert schon mal alles. Sehr gut, sehr gut. 100 Ingenieure bräuchten wir. Dann muss ich mal die nächsten jetzt weiterbilden lassen. Und dann haben wir hier einen netten, schönen Block. Mit Hinterhof. Gucken wir einen an. So, damit haben wir 125. Machen wir 155. Hier ist eine Einwohneraufgabe noch nebenbei. Gucken wir mal. Klicken Sie auf das Gebäude, das dem Enigma entspricht. Was? Unser Leben gleicht dem goldenen Schnitt. Leider war dieses keine Ahnung, welches Gebäude sie jetzt genommen haben. Ich möchte auch nicht suchen. Ich muss mich darum kümmern, dass ihr genug zu trinken kriegt. Ja, ich weiß, jetzt fehlt natürlich das Material aus. Kupfer kommt, aber Zink dauert noch ein bisschen. Aber da kaufe ich jetzt noch ein bisschen was ein, um schon mal grob vorzuproduzieren. Könnte ich hier bauen, ne? Lagerhaus in der Nähe. Dass wir am Strom angeschlossen sind. Natürlich nobel. Würde ich gleich hier hinbauen wollen. Kriegst du nämlich Strom ab. So. Sind noch am Feiern hier. Komm, ein Stahlbeton noch. Ist mein Schiff schon hinten angekommen? Scheint so, ja. Okay, wir hätten es nicht besetzt. Ach, wir setzen es einfach schon mal und bauen gleich die Bauplause aus. Welch ein Spektakel! Heute war ich sogar schon vor den Vögeln. So. Mein Schiff ist da, ne? Ja. Mein Leben ist mein Gefängnis. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen vertraue? Ich kaufe dir gerade einen Haufen Scheiß ab, deswegen. Komm, machen wir mal 50 von jedem. Spielstand gespeichert. Gott richtet jene, die etwas zu verbergen haben. Komm her. Kaufen wir das noch ein? Ziemlich teuer. Schaden pro Schuss. Naja. Nehmen wir das mit. Leinen los. Jo. Fahr bitte zurück zu meinem Hafen. Dann können wir da schon mal was herstellen. Und wir haben 10 da. Ich kann es ausbauen, wenn ich wüsste, wo es da hinten gerade dieses an sich geändert hat, komme ich manchmal nochmal durcheinander. So. Jetzt haben wir auch das am Start. Das Lager ist voll. Ja, Schnapsproduktion. Jetzt geht Vollgas Schnaps. Jetzt jammern sie rum, dass das Schnapslager voll ist. Das hat man auch nicht alle Tage. Ei.
Und das Bier klaue ich hier natürlich ohne Ende weg. Oh, Schnaps geht jetzt aber auch hier. Mangelt es denen an Bier? Sie sind viel zu gut zu uns. Ja, im Endeffekt mangelt es denen hier an Bier. Aber ich mache hier immer noch Plus. Geht nie anders. Die Hauptinsel hat Vorrang. Ich weiß, dass ich zu gut bin. Das nebenbei gemerkt. So. Die Epidemie wurde besiegt. Sehr gut. Aber wir könnten ja mal gucken. Denn hier müsste bestimmt mein Schiff rübergekommen sein. Neue Ziele. Oh, das ist das nicht das Schiff? Ja. Das ist das Schiff, was automatisch zur falschen Insel fährt. Segel setzen! So, dann bauen wir doch jetzt gleich noch. Ich habe übrigens hier die alte hier hat mein hier einen Teil gekauft von meiner Insel. Das habe ich gar nicht eingesehen, dass sie die Insel besitzt, mehr oder weniger, also über die Hälfte, und habe meinen Anteil zurückgekauft. Falls sie es nochmal tut, kaufe ich es wieder zurück. Wenn ich die Mehrheit halte, ist mir das sicherer, dass sie auch dadurch Einfluss kriegt. Aber ich habe mich noch nicht hundertprozentig damit beschäftigt. Nur es muss ja nicht sein. So, Schifflein. Fahren wir rüber, dass wir hier das nochmal eben in den Boden zimmern können. Die Waffenruhe wurde beendet. Und dann können wir gucken, ob wir gleich das Schiff dazu verwenden, eine Ölroute hier einzurichten, dass unsere Hauptinsel genug Öl kriegt. So. Das machen wir jetzt noch fix. Fertig. Und dann heißt es warten, warten, warten. Dass die Brillen haben, deswegen brauche ich... Brauche ich schnellstens Strom. Also, oh, wir bauen es erstmal. So. Ölraffinerie. Am besten so, dass ich alle vier im Kreis dran habe. Ach so. Clevererweise baue ich einfach die Blaupause, die ich ja schon gesetzt habe. Was kostet mich denn jetzt ein Bohrturm? Überraschenderweise kostet er mich 8 Stahl... Oh, hier sind 35 Stahlbahnen. Wo kommen die denn her? Das reicht ja genau. Natürlich reicht es nicht, um Schienen zu verlegen. Da brauche ich nämlich immer noch 13. Und die 13 hatte ich gerade mitgebracht, um das zu bauen. Naja, kann schon mal Öl produzieren. Das ist ja schon mal was. Neue Ziele. Ja. Ab zurück in die alte Welt mit dir. Alte Welt. Auf die alte Dame ist Verlass. Nun komm du mal zurück hier. Spielstand gespeichert. Ich muss noch mal... Stahlbahn fertig machen. Erstmal gibt es jetzt ein bisschen Stoff, dass wir auch ein paar Brillen kriegen. Kaffee ist ja gut da. Sieht gut aus. Bier kann man uns auch nicht beklagen. So, aber ich nehme jetzt nur 20 mit. Und ab in die neue Welt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, manche Sachen haben nichts zu tun, ich weiß, aber der Tag wird kommen, an dem es anders aussieht. Könnte ich eigentlich immer, nee, immer 50 Schnaps mitnehmen, geht nicht. Leinen los. Weil sonst macht er mir die Bude Schnaps hier leer, das kann ich auch nicht machen. Aber du kannst gerne hier nochmal 50 Schnaps nach oben bringen. So, da werden die ersten Brillen gefertigt. Und da haben sie auch schon ein bisschen Brillen am Start. Da ziehen gleich ein paar mehr ein. Bringt auch automatisch gleich mehr Geld. Was mich zur nächsten Frage bringt, wie viel haben wir denn? 374 Einwohner. 500 brauche ich wahrscheinlich.
Die 500 werde ich jetzt gleich knacken, denn die werden jetzt ja nach und nach alle umziehen, einziehen. Wir haben 98. Und haben wir gleich 500 Ingenieure. Dann können wir schon mal gucken, was wir hierfür bräuchten. Kleinen Blick riskieren. Ja, schon produzieren die auch wieder alle Schnaps. Sehr gut. Na kommt. Ach, was soll's. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hauptstadt! Okay, für 1000 Ingenieure brauche ich dann Kaffee. Und dann brauchen sie auch Taschenuhren. Aber das sind keine Bedürfnisse, Gott sei Dank. Das ist nur ein Luxusbedürfnis, um es besser zu machen. Aber Hochräder. Natürlich, was anderes auch sonst außer. Kürzlich hielt man mich für die Ehefrau eines Ingenieurs. Stahl. Offenbar muss ich für die halbe Anerkennung doppelt so hart arbeiten. Und hier brauche ich unbedingt Elektrizität. Sie hochleben. Und das muss ich importieren. Aber die Lager sind voll, das ist kein Problem. Da kann ich Kautschukplantage, könnte ich einfach nur das eine Schiff mit beanstanden. Und für Dampfmaschinen brauche ich natürlich Kupfer, Zink, also Stahl natürlich und Messinghütte. Und dann brauche ich eine Motorenfabrik. Und für ein schweres Geschütz. Brauche ich auch Salpeter. Okay. Aber schwere Geschütze sind ja Gott sei Dank nicht erforderlich zurzeit. Weswegen es, glaube ich, funktionieren müsste, wenn wir erstmal nur die Hochräder und natürlich Dampfmaschinen bauen. Brauchen wir Dampfmaschinen? Nee. Strom wollen sie bald haben. Mal gucken, da muss ich ja noch ein bisschen... Okay, alles klar. Da wissen wir ja, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Und das Feuerwerk knallt immer noch ein bisschen rum. Und sie feiern immer noch. Herrlich, so muss das. Mit dem Feuerwerk haben wir angefangen. Und mit dem Feuerwerk hören wir in dieser Folge auch auf. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Anno 1800. Wenn wir hier die Leute vorantreiben, dass sie endlich mal aufsteigen. Bis dahin. Ciao.